Erst einmal zu meiner Person. Mein Name ist Herbert Sabies. Ich bin am 2. November 1943 in Punitz, das liegt im heutigen Westpolen, bin ich geboren. Am 20. Januar 1945 mussten wir von der anrückenden russischen Armee flüchten. Und am 5. März 1945 sind wir erstmalig im Wetter gemeldet worden. Wir hatten dann bei Verwandten in der Trappenstraße eine Dachgeschosswohnung bekommen. Da schlug am 14. April 1945 eine Granate ins Dach ein, wobei meine beiden Geschwister, 7 und 4 Jahre alt, tödlich getroffen wurden. Es gab da eine Familie Streicher in Wetter. Dieser Ewald Streicher musste dann natürlich auch zum Volkssturm. Kriegte einen Kopfschuss und war tot. Und der Ewald Streicher ist jetzt hier auf dem Heldenfriedhof in der ersten Reihe links beerdigt worden. Ja, da war ja in der Freiheit auch die Firma Prinz, das war eine Pfeilenfabrik. Da wurden Pfeilen hergestellt, Bewohner der Freiheit haben da ihre Beschäftigung gefunden. Unser Lehrer, der erzählte uns dann auch so plattdeutsche Dönekes. Antönneken, ein Jüngesken von 8 Jahren, je wollte die Schaule zu gehen. Und kam eines Morgens eine ganze Stunde Tolate. Da schaute der Magister und sagte, Antönneken, wie kümmert denn, dass du zu late kommst. Herr Magister, unsere Wiese war ein Eis. Wenn ich einen Schritt vorwärts machte, machte ich 2 wieder zurück. Da lachte der Magister und sagt, wie kommt es denn, dass du nur hier bist? Ich hätte mich rumgedreht. Dann gab es 1957 ein Seifenkistenrennen in Wetter. Da nahm auch Antonio Annicchia teil und machte für Eis Lazarin Reklame mit seiner Seifenkiste. Der hatte ein ganz schnelles Gefährt. Als das Endrennen losging, auf halber Strecke lief von Wilfried Schunder der Spitzmischling quer über die Bahn und Antonio musste bremsen, der andere konnte vorbeihuschen. Und der hat das Rennen dann gewonnen. Und das Ärgerliche, da hat er sich als erwachsener Mensch noch immer darüber geärgert, der da gewonnen hatte, der hat dann in Duisburg an den deutschen Meisterschaften teilgenommen und hat da auch gewonnen und hat dann eine Reise nach Amerika, nach Disneyland als Belohnung bekommen. Wenn man im Wetter durch den Wald geht, Richtung Ende, und man ist auf dem höchsten Punkt, kann man zum Ende der Krankenhaus runtergucken. Wenn man ganz leise käme, sitzt da die Eulalia und säuselt da vor sich hin. Und wenn man wieder ganz vorsichtig dahin geht, kann man die vielleicht auch sehen. Sagt er, und ich war bei der Eulalia und hab die Eulalia gesehen. Und jedes Mal, wenn ich mich dem Hinkstein mit meinem Hund näherte, habe ich mich ganz leise verhalten, habe ich immer wieder an meinen Onkel Rudolf gesagt, was der von der Eulalia erzählt hat. Aber ich habe die Eulalia nie gesehen, so leise ich auch war. Und bin dann zu der Erkenntnis gekommen, es gab ja unten auf der Herdecker Straße den Schacht Eulalia. Da habe ich gedacht, wahrscheinlich haben die Bergleute, die da in dem Schacht gearbeitet haben, sich da gegenseitig einen vorgesponnen haben und diese Geschichte von der Eulalia da erfunden haben. Ja, das war so mein Gedanken. Es sind viele Begebenheiten passiert, an die man sich so im Laufe der Zeit immer wieder erinnert. Und ich habe diese aufgeschrieben und ich bin auch glücklich darüber, dass ich mal einiges dem Heimatverein gegenüber kundtun konnte, was ich so erlebt habe und was im Wetter so passiert ist im Laufe der Jahre.